jetzt. Was ist das? Oh Gott, es wird ein Zombie. Ja, genau, ein Zombie wird kommen. Ein Monster wird kommen, wenn ich das aufhebe, ich weiß es. Erstmal gucken, ob hier noch irgendwas ist, was wir gebrauchen können. Bevor ich das jetzt anfasse, können wir mal die Hebel hier betätigen. Die hier sehen nicht so aus, als wären die so kaputt. Oh. Hi. Wieder hoch. Da geht's wieder runter. Okay, das ist irgendwie so ein Kackrätsel. Oder? Oh? Oh oh. Ich habe irgendwas gemacht. Na gut, ich nehme jetzt das Ding mit und dann werden wir ja sehen. Hölzerne Kurbel. Für. Eieiei. Monster? Hm. Oh. Da sieht sehr nach Rohrgedöns aus. Und hier. Ah, wir müssen das wahrscheinlich einmal nachbauen. Okay, das habe ich kapiert. Aber ich weiß immer noch nicht, warum ich den ganzen Scheiß hier mache. Hallo, Kiste. Oh, das ist wieder so eine Fake-Kiste. Und man denkt, oh, eine Schatzruhe. Dann ist es einfach mal nix. Rohr, komm mit. Los, Rohr. Das passt nicht da durch. Mann. So, Moment. Hm. Was? Wieso geht das da von alleine dran? Vielleicht wollte ich das da gar nicht hin tun. Vielleicht wollte ich das ja dahin tun. Toll, ich dachte, das wäre irgendwie ein Rätsel. Der macht das wieder von alleine. Aber ich glaube, wir haben noch irgendwie ein Rohr zu wenig, oder? Hier sind ja nur zwei. Oh Gott, diese Winde hier. Machst du das jetzt auch mal alleine daran? Wie? Hä, so muss das nicht, Mann. Es sieht so aus, als brauchen wir ja echt viele Rohre. Wo soll ich die denn alle hernehmen? Habe ich die alle übersehen? Bin ich total dumm? Na, ich hole jetzt erstmal die, die wir schon haben. Und dann gehe ich nochmal gucken. Das ist der Plan. So, Rohr. Kommst auch mit? Nein. Hallo, Rohr, stell dich doch nicht so an. Himmel, Herrgott! Geh! Da. Da, 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 da. Ah, da passt du durch, ne? So. Ja, wie merkwürdig das aussieht. Das sieht überhaupt nicht annähernd so aus wie das, was ich hier habe. Verrückt. Oh. Okay, irgendwas passiert da aber trotzdem. Aber da ist ja noch ein Loch. Daniel? Was? Is that you? What are you doing? Nix. Wollte nur mal gucken. Ehrlich gesagt weiß ich doch gar nicht, was ich hier tue, Mann. Ich bin einfach hier reingelaufen, weil ich die Säure hatte, ja? Und dann war ich hier und ich weiß überhaupt nicht, was ich hier mache. Oder warum. So, ich habe das Gefühl, es fehlt noch ein Rohr. Das kann da jetzt hier nicht alles gewesen sein, oder? Rohre. Es fehlt 100 pro noch ein Rohr. Ist doch Bullshit. Oder habe ich jetzt einfach mal schon alles angemacht, ohne es zu wissen? Ich meine, hier ist so viel am Rödeln hier gerade. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Oder warum. Na gut, das Ding ist ja schon unten, ne? Okay, hier ist definitiv kein Rohr mehr drin. Was mache ich mit dieser Kurbel da? Die ich aufgenommen habe. Hey, wieso darf ich hier nicht rein?
Nachher liegt da ein Rohrmann. Rohr, wo bist du? Ich sollte nicht so viel von Rohren reden, glaube ich. Dann nehme ich halt diesen Hammer mit. Ich habe das Gefühl, das müsste noch so eine Spur tiefer rein. That's what she said. Können wir mal gucken. Entschuldigung. Da musste ich einmal husten. Jetzt stecken die aber alle fest. Das heißt, es muss so. Okay. Da ist auch kein Rohr mehr. Hm. Was? Ich habe kein Öl mehr. Heilige Scheiße. Was mache ich denn hier mit... Eine Kurbel für eine Maschine. Ja! Okay, wartet mal. Vielleicht da, wo die Rohre sind. Soll ich denn hier eine Kurbel? I don't understand. Ach Mist. Ich war wahrscheinlich hier einfach auch ein bisschen zu früh unterwegs und habe nicht mitgekriegt, was ich machen muss. Bestimmt ist das einfach der Fall. Mist, Mist, Mist. Hm. Okay, ich bin, ich gehe hier nochmal raus. Und gucke mal, ob ich irgendwie woanders noch ein paar Infos herkriege oder so. Ich habe das Gefühl, ich bin hier irgendwie zu früh oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwas stimmt hier noch nicht so ganz. Jetzt habe ich das nicht gelesen. Okay, ich gehe erstmal da runter. Ja. Irgendwie stimmt das hier noch nicht so ganz, was auch immer wir hier gerade tun. So. Wir konnten ja hier noch rein. Ach du Scheiße. Aber hier ist ja alles unter Wasser. Das wollen wir vermutlich beheben, ne? Ah ja. Hätte ich das mal gleich gemacht, ne? Um die Kanalisation betreten zu können, muss zuerst das Wasser darin abgelassen werden. Okay, dafür machen wir das. Wäre ich mal direkt hier lang gegangen. Ich bin so dumm, ne? Okay. Das heißt ja eigentlich, wir waren doch auf dem richtigen Weg. Wir wussten einfach nur nicht genau, warum. Okay. Na gut. Dann ist ja alles gar nicht so schrecklich, wie ich dachte erst. Da war ich drin. Da war ich drin. Dann lassen wir mal das andere runter. Wie? Jetzt kommt das nicht. Repariere die Maschine, die die Ostbrücke antreibt. Ja, habe ich das nicht gerade schon gemacht? Nein, wir müssen da irgendwie nochmal rein. Der rote Fleck erschien plötzlich an den Wänden, als würden sie bluten. Er schrie voller Angst, als das Spektakel begann, um den blauen Schimmer zu löschen. Löschen? Ja. Okay, wir müssen diese fucking Maschine reparieren. Aber wie? Wo soll ich denn jetzt? Ich habe ja so einen Hebel. Wo soll ich denn damit hin? Hier rödelt doch schon alles, Mann. Das ist schon alles repariert, Männers. Hier, guck, ist alles am Start. Ah, vielleicht müssen wir die andere Seite reparieren irgendwie. Aber wie denn? Ja, auf. Okay, was passiert denn, wenn ich hier mal so einen Hebel reinstecke? Nö. Nix. Hier ist doch alles schon... Hier läuft doch alles. Ach, Mist, Mist, Mist. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin ein bisschen lost gerade. Vielleicht ist das hier auch einfach falsch. Kann das aber nicht mehr rausnehmen. Das gehört so. Oder es fehlt halt echt einfach noch eins. Kann ich hier einfach eins abmachen? Das muss hier nicht hin.
es fehlt bestimmt einfach eins. Aber wo soll das sein? Hier ist ja nirgendwo mehr eins. Ihr habt doch auch keins gesehen, oder? Oh, ich bin ein bisschen verloren. Hier ist ja alles schon gemacht. Eieieiei. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Und wo stecke ich diesen Hebel rein? Wir könnten doch mal in die Zisterne runtergehen. Und gucken, ob wir da was mit dem Hebel ausrichten können. Da war ja noch so eine Brücke, ne? Soll ich das mal machen vielleicht? Da war ja noch diese eine Brücke, die wir nicht runterlassen konnten irgendwie. Vielleicht hat sich da jetzt irgendwas getan. I don't know. Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Deswegen gehen wir da mal eben schnell hin. Gucken einmal nach, ob ich da irgendwas reißen kann. Und wenn nicht, dann weiß ich es auch nicht. Los, Zisterne. Guten Tag, da bin ich. Hallo, Wassermonster. Ich weiß, ihr seid da. Interessiert mich überhaupt nicht. Aber der weint immer noch. Der arme Ertrinker da. So. So. Hier. Aber hier ist auch nichts zum Hebeln. Ich habe aber das Gefühl, ich müsste da hin. Ist hier irgendwo was, wo ich so einen Hebel reinmachen könnte? Kommt hier ein Wassermonster? Vielleicht nicht. Ich muss da hinten hin, da ist doch auch Feuer an und so. Oh, ich habe eine Idee. Nee, eigentlich nicht. Hat ganz schön lange gedauert. Spring! 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 Oh, das sieht aber hier uncool aus. Hier ist ja alles kaputt. Aber hier komme ich hin. Aha, hier ist noch so ein Ding. Ach halt, hier ist noch ein Zettel. 9th of August, 1839. It is still early. And Alexander is busy preparing for the ritual later today. Seeing him this worked up makes me question why. What does he stand to gain? I realize he is curious about it all, but surely there must be more. Is he so foolish he will attempt to tame the power of the orb? I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized we had but graced the orb's true potential. This might turn out to be more than escaping a creeping shadow. It might be the beginning of something truly extraordinary. Ja, sehr außergewöhnlich finde ich das hier auch. Okay, drehen wir das auf. Eieiei. Okay, das hatte noch gefehlt. Jetzt haben wir das aber auch. Wir brauchen mal kurz Licht, weil der arme Junge sonst die Krise kriegt. Wie geht's dir da hinten, Mann? Hört sich ja nicht so gut an, ne? Fuck. Da hat mich irgendwas angefaucht oder so. Moment. Ist aber nix. Jetzt will ich noch einmal kurz nach dem gucken da. Ah, oh, ich hänge fest. Ja. Der ist still. Ich glaube, der will einfach nicht mehr mit uns reden. Dem geht's gut, Kinder. Dem geht's gut. So, wir hauen jetzt ab hier. Und zwar flott.
Die wunderschöne wilde Orchidee schien wie ein Beweis für die Stärke der Natur, die in Brandenburg wachsen konnte. Wollt ihr mich verarschen? Was wächst denn hier Wunderschönes? Nix. Nix wächst hier Wunderschönes. Da bin ich. Aha, aha. Hat es jetzt irgendwas schon gebracht? Ob ich schon mal gucken gehe oder ob ich mich nochmal um das Maschinengedöns kümmere? Oh Gott, ich bin unentschlossen. Hilfe!